Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Zirkensophie. Ich starte mal jetzt, nachdem ich hier Let's Play gemacht habe, schon gemacht habe, Quatsch, Let's Play Streams gemacht habe, werde ich mal jetzt auch mal ein paar Folgen produzieren. Ich werde euch ein bisschen was zeigen, was ich so am Tage mache. Auch Missionen, Bergbau und so, werde ich euch ein bisschen verschonen. Also nicht betreiben, ab und zu mal schon, aber nicht Ausschlag geben. Heute werde ich mal ein bisschen reparieren. Und zwar war ja zuletzt Blutmond und da hatte ich ein bisschen Besuch gehabt. Logischerweise muss ich außerhalb ein bisschen reparieren. Dazu ein bisschen Rohstoffe einsammeln. So, Beton habe ich schon, Eisen. Das brauchen wir auch. Wird auch. Wasser. Wir brauchen kein Zement und Stein. Quatsch, Sand und Stein. Das heißt, die müssen wir mal rausbringen. Das Feuer ist aus, können wir gehen. So. So. Steine. Also Rohstoffe brauchen wir wieder Steine und Sand. Den Sand können wir uns ja herstellen im Mischer. Ach, da haben wir was. Das werden wir gleich machen. Und so rund 8000. Wenn wir 2000 pro Mischer das herstellen, das sind 1000. Das dauert ja nicht lange, aber ich brauche das Sand für Beton halt, ne? Und wenn ich mal Glasblöcke machen will, auch für Glas zum Einschmelzen. So. Gut, das wäre mal das. Beton habe ich dabei. Habe ich Eisendinger dabei? Nee. Eisenblocks. Nochmal Stein, aber das brauche ich jetzt nicht. Schießpulver. Hier. Pflastersteine, falls er muss aufwerten will. Ach hier, das haben wir das. Erdbohrer für irgendwelche Arbeiten habe ich auch dabei. Ein Pickel. Munition ein bisschen knapp. Nehmen wir 100 mit. Das ist ein Block, ne? Magnum habe ich, Pistole habe ich, normales Gewehr, Munition habe ich auch dabei. Das reicht. Erstmal. So. Dann gehen wir raus. Da habe ich dann was bei. Jups. Das nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein paar Toolkits. Wenn wir auffrischen. Das ist hier Spezialmunition. Für, naja, die wird alles kaputt machen. Panzerbrechend, also. So, hier mal nichts gebaut. Und demnächst brauche ich mal wieder Eisen. Das mache ich nachts. Einfach mal so. Ja, wie ausgebaut, muss man betonieren und das kann auch noch Beton gemacht werden. Und ich fordere dich ganz so wichtig. Hier muss ich schauen, da oben ist alles kaputt. Da wollten die rein, also schlecht. Und wir zumachen. Muss ich aufpassen, ab und zu mal kriegt Besuch. Und hier ist auch schon kaputt. Sehe ich gerade so. Nach dem Blutmond ist vor dem Blutmond. Als pauschale Regel, ne? Da waren sie echt ganz schön bei. Ich werde ihn mal auf.
Gut, auf Stahl aufwerten, das hätte man auch nicht machen, ne? So, und das werde ich jetzt mal aufwerten. Das wird mal auch gleich mal. Sagen wir nächsten Mal, ne? Nicht reinkommen, ne? So, dann mal gleich mal Blöcke rein. Zement könnte knapp werden. Aber da stellen wir schon Dings hier. Bruchsand. Teils bei Gelegenheit. Kommt dann mal. Wo ein bisschen aufpassen, dass ich nicht reinlaufe. Meine eigenen Fallen. Die haben so voll reingelaufen. Das aufzuwerten bringt noch ein bisschen Punkte, also XP. Kannst gebrauchen. Ich staune sowieso, dass sie oben na, erstmal zumachen. Ab und zu mal aufpassen, dass hier keiner mehr läuft. Am meisten geben sie auch laut. Jetzt weit weg. Ich dachte, eben läuft da eine. Oder ein R. Ein bisschen, ich will es auch nicht wieder wegreißen, das muss ja alles hier gebaut werden. Gut. Ich hatte schon mal überlegt, hier einen Graben zu machen, aber dann wühlen sich unter der Erde durch. Bringt auch keine Punkte. Im Grunde muss ich es immer erreichen, bevor sie überhaupt in die Nähe kommen. Ne? Ist aber ein größeres Objekt nicht möglich, weil ich bin ja allein, ne? Das war gar nicht mal so ungefährlich. Die werden ja auch ruckzuck um meine Etage gewesen, ne? Ich hatte hier dann starken Angriff gehabt am Anfang. Wollte sie eigentlich alle reinlocken. Aber die machen nicht, was sie sollen. Ne? Das ist. Die erkennen die Schwachstellen, kann man sagen. Und eine war gewesen, dass diese Wand. Im Grunde sind sie hier raufgesprungen über, weiß ich, und dann haben sie entsprechend Mist gebaut, ne? Ein Zombie war ein Zombie, sagen wir so, ne? Aber ich werde noch eine zweite Reihe aufbauen, zwei Reihen Beton. Ich muss mal mischen, ne? Beton mischen und hier noch mal Balkon anbauen. Mal sehen, ob das hingeht. Ob ich da rankomme, ohne mich umzubringen. Ne? Mal schön aufpassen, dass keiner kommt. Meistens ist es gefährlich. Das. Ja, im Holzbalken geht nicht.
Das soll so eine Art Balkon sein, dass ich die Prinzip unter mir erschießen kann. Ich muss mir hier aufpassen. Bin zu weit weg. Kann ja näher wieder wegnehmen, muss immer so hin, dass ich provisorisch was baue. Sonst gut. Na, hier nicht, ne? Hier werden wir nicht aufwerten. Da ja. Einzig ungünstig ist dabei, dass wir hier, na gut, da muss ich mir halt den Stuhl bauen, ne? Treppe und so. So. Stahl haben wir keinen. Wäre auch so teuer. Muss ich halt aufwerten auf 5000 Werte. Sonst. Das haben die als Schwachstelle erkannt. Schubs war die drinne. So. Ist auch eine Schwachstelle. Aber hier will ich ja sowieso aufwerten, eine Reihe oder zwei. So, hier ist gefährlich. Komm hier runter. Da muss ich hier gehen. So. Das wäre das. Erstmal. Haben wir drüber was zu machen? Hier ist nicht ganz so viel kaputt. Hier waren sie auch fleißig bei. Schwanger stand gehalten, immer so, ne? Gut, dann fahren wir jetzt zum, bringen wir alles rein. Beziehungsweise werden immer zum Händler fahren, eine Mission annehmen und dann können wir hier erstmal unser Gepäck auspacken, Motorrad leer machen. Reparaturen haben wir erstmal gemacht, die notwendigen. Dann gehen wir auf die Jagd. Können wir auch machen. Die Jagd müssen wir auch mal gehen, ne? Dann brauchen wir keine Mission machen, wir brauchen Fleisch. Ja, dann fahren wir auf die Jagd. In der Eisgegend sind meistens viele Tiere vorhanden. Hier sind nicht so viele. Hier ist mein kleiner Wald. Gepäck ist dann nicht ganz so voll für Jagd, auch Fleisch in erster Linie. Knochen zweitrangig, habe ich eigentlich noch genug. Ansonsten brauche ich was zu essen, ne? Wasser haben wir auch noch genug.
Da haben wir einen Rumtreiber hier links, rechts. Rechts, links nicht. So, ich hoffe mal, der Ton laut genug ist. Ja, genau. Ich bin nass. Oh, ein bisschen lauter. So. Hier ist die Eisgegend. Also hier beginnt die. Links. Schauen wir nach einem schönen Bären oder einem schönen, ja, Wolf, ne, oder sowas, ne? Ha, auch nochmal Luft. Das ist ein Zombie, das wollen wir nicht haben. Gucken wir mal kurz in die Gegend, geradeaus, sehe ich keinen. Oder Kohle. Fahr mal eine Ferie rein hier. Die Straße war noch nicht gefahren, mal langfahren. Wir haben jetzt 18 Uhr. Warum ist 10 Uhr mit einem oder anderen Hirsch treffen? Gibt's doch gar nicht, immer ein suchter Keller. Da, Wolf. Und Zombies. Erstmal die Zombies erledigen. Braucht den zweiten Schuss. Wie gesagt, muss ich ein bisschen aufpassen. Mein Jagdmesser rausholen, ne? So, Axt. Jagdmesser. Wollen wir Beute machen hier. Ein bisschen was zu essen kriegen, ne? Ein paar Bissen Gemüse habe ich ja schon angebaut, aber das reicht noch nicht. Schneebären. Die sind nicht gerade nährhaft, also sind. Aber nehmen wir mit. Okay. Gewehr und weiter geht's. Nebenbei kommen ein bisschen die Gegend erkunden. Ja, Beute, Beute. Schneeleopard, oder was ist hier? Keine Ahnung. Oder ein Berglöwe, Puma oder sowas, keine Ahnung. Oh Mann. Hat er mich erwischt. Und der hat mich gehört. Nachladen. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil die tauchen dann ab und zu mal auf hier, die Zombies.
das Tor nicht kaputt, du. Machen wir hier den Weg mal weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich meine, hier mein Torrad ist so, da kann man auch nachts ein bisschen fahren. Ist nicht ganz so gefährlich. Mit Fahrrad würde ich nicht empfehlen. So, hier ist zu Ende. Straße jedenfalls. Dann gucken wir hier nach, ne? Erstmal aufflanken. Gucken wir nach. Ein bisschen Messing finden. Erstmal anklopfen. Oh, ein grüner. Ups, Luft raus. Das ist aber nett. Wahnsinn. Muss ich nachladen. Ob hier ein Keller ist? Wahrscheinlich. Okay. Hier ist irgendwas. Keller. Geh mal um. Junge, die Grünen sind so schnell. Die Grünen. Na, Bücher haben wir schon viele. Viel Loot haben wir hier nicht mehr zu finden. Also büchermäßig und so. Ja. Da muss schon gefroren sein, Hühnchensuppe. Aber hier ein paar Pflanzen, Samen. Thunfisch. Mission, ein Mod. Hätte doch einiges da lassen sollen. Ich habe nur, achso, können wir essen. So. Das ist doch schon angeschossen, ne? Also kaputt gemacht. Geht's dahin? Ruhig sind Minen, aber gut, ich bin ja. Ich habe ja mal so ein Buch gelesen, dass ich minenresistent bin. Das Glück gehabt, dass es so ist. Sonst hätte ich schon das Zeitliche gesegnet. Da muss ich nachladen. Da könnte einer drin sein, ja genau. Geht's auf. Es wird dunkel draußen. Messing, eine Tür. Ja.
überladen. Aber ich habe schon mal genug Platz geschaffen. Heißt, ich habe mein Fleisch schon gefunden. Einen sauberen Kopfschuss. Das besser machen kann, ne? Ja, Messing. Oh, ein Geier. Die liebe ich, die Tiere. Also sehr, also zum Abschießen, ne? Also der überlebt keinen Blutmond hier. Ah, eine Kiste. Da. Sachen, die ich brauchen kann. Gras brauchen wir nicht. Kamera. So, das können wir trinken. Das ist Maismehl, das können wir backen. Beton können wir zusammenlegen. Motorparts und Werkzeugkits, das können wir gleich reparieren. Natürlich mit einem großen Stapel, ne? Na gut, die drei Dinger. Reifen, Mensch, die Reifen sind so lecker, so lecker sei ich schon so. Die kann man so gebrauchen, ne? Bin uns überladen. Das war ohne Backen. So, jetzt geht's schnell zurück. Ich muss mal Gewehr in die Hand nehmen. Und zum Motorrad. Ja, ich hole euch wieder ab, wenn ich jetzt hier mit Motorrad zurückgefahren bin. Weil auf der Strecke ist ja nichts zu sehen. Immer so. Dann werde ich noch nachts ein bisschen Eisen fördern und Steine. Dann sage ich immer Tschüss und ciao ciao. Ja, wann die Folgen genau kommen und wie oft, das weiß ich noch nicht. Jeden Tag denke ich mal nicht. Jeden zweiten, dritten ungefähr, schätze ich mal, ganz pauschal. Ich versuche das mal hinzukriegen. Wahrscheinlich ab Montag mal sehen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss.